Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part haben wir in Tempera City uns den vierten Orden geholt, den Blattorden von Amaro. Und wir sind jetzt hier in der Illumina Steppe, der Route, die danach kommt, nach Tempera City. Und ja, die Route gefällt mir ja nicht so gut, das habe ich im letzten Part auch schon gesagt. Man muss hier und da ein bisschen rumskaten, dazu braucht man natürlich Anlauf. Und man wird gerne von wilden Pokémon aufgehalten, unter anderem auch Diktri, die Wegsperre beherrschen zum Teil. Dadurch kommt man nicht wirklich weit. Das ist das große Problem. Und hier gibt es ja auch ein Kraftwerk. Das werden wir auch besuchen müssen. Ihr wisst ja, dass es in Illumina City vor langer Zeit, als wir noch da waren, einen Stromausfall gab. Und der ist wahrscheinlich immer noch da. Und das liegt wahrscheinlich auch an... Ich muss durch diesen Sturm durch. Landsturm. Das große Problem ist, dass wahrscheinlich der Strom immer noch nicht da ist. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie wieder herstellen. Irgendwas im Kraftwerk ist nicht in Ordnung und dieser Sturm ist ein bisschen zu stark. Ich komme nicht großartig weit, wie ihr seht. Kann ich mit den... Naja, nicht wirklich, wie ihr seht. Toll. Ich komme nicht wirklich weit. Das ist auch so eine Nebensache, die mir nicht gefällt, dieser Sandsturm. Der muss das Ganze nochmal unnötig in die Länge ziehen. Deswegen gefällt mir diese Route nicht so wirklich. Alles zieht das Ganze irgendwie in die Länge. Man muss ausholen, irgendwie um weiterzukommen. Schafft das nicht und dann dieser Sandsturm, alles nervt da irgendwie. Und deswegen kommt man auch nicht weit, wenn man nicht stark ausholt, weil da ist so eine Delle im Dings. Und ich kann nicht weit ausholen, wenn dieses Pokémon da ist. Und ja, ich komme da nicht hin. Es geht einfach nicht. Und ein Schutz hilft dir ja auch nicht. Und das ist natürlich ein Diktri, super. Wir werden uns hier wahrscheinlich noch eine Weile aufhalten müssen, leider. Ich möchte so gerne weg. Das ist wirklich ein großer Minuspunkt in diesem Spiel. Der gefällt mir wirklich nicht. Der Sandsturm hört auch nicht so schnell auf und ich kann... So, endlich komme ich hier rüber. Hat aber nicht wirklich viel geholfen, leider. Ich komme... ich möchte weg. Ja, ich komme da auch nicht lang. Gib Gas, komm schon. Gib alles, ja, super. Ach, nervig ist das alles, nervig. Und es ist wieder Diktri, meine Güte. Ich komme nicht gleich wieder weg hier. Mann. Glückscheiße, das ist natürlich was anderes jetzt. Ja, töte mich ruhig. Mach mich fertig. Erstmal wieder Giftschleim, KP auffüllen, sehr schön. Und du hast Gott sei Dank keine Wegsperre. Das könnte echt noch eine Weile dauern, weil wir haben echt noch nicht wirklich viel gesehen, alter Schwede. Die rasen auch systematisch in uns rein, oder? Irgendwie ist da immer was. Hast du nicht auch Wegsperre? Ist das so? Ja. Wie auch immer. Anscheinend du auf jeden Fall nicht. Okay. Das ist das Nächste. Ich muss hier weg. Hier ist ein Item zu finden. So. Da kann ich rüberhüpfen und das holen wir dann holen. Eine Feuertafel. Verstärkst du mit Feuerattacken. Aber haben wir ja keine im Moment bei uns. Ich komme hier nicht weg. Ja. Sandsturm. Kann er nicht irgendwann mal aufhören? Hallo? Hilfe? Geht's hier noch weiter? Nee, ne? Also wenn er zumindest für ein bisschen Mitwind sorgen würde, dass wir zur einen Seite irgendwie schneller sind. Da ist gerade der Erdhaufen verschwunden. Ich komme hier nicht weiter! Seht ihr, wie nervig das ist? So. Gott, ich möchte weiterkommen. Komm schon. Gib alles. Hätte ich doch bloß zuerst die linke Seite erkundet. Hätte ich gemerkt oder gewusst, dass es zuerst... Der Sandsturm von links nach rechts kommt. Das wusste ich auch schon. Ich gehe erstmal nach oben. Vielleicht bin ich so ein bisschen schneller. Die ist auch riesig, die Steppe. Na! Ja, viel weiter komme ich so nicht. Super. Ja. Oh, Sandsturm, hör auf, ich komme sonst da nicht rüber. Das ist echt dämlich. Das finde ich so schade. Aber was soll's. Und du hast Auswegslos, das ist ja noch eine andere Fähigkeit, okay. Also Diktri kann Wegsperre haben und Knackion kann Auswegslos haben. Beides hat denselben Effekt. Gut, dass ich mich beide irgendwie loswerden kann. Ich werde jetzt erstmal, das fällt mir auch jetzt erst ein, Luke nach vorne stellen. Auch wenn ich den in der nächsten Arena genauso wenig einsetzen werde wie in der letzten, weil da sind Elektro-Pokémon im Einsatz und Luke mag das nicht so gerne als Wasser-Pokémon. Trotzdem gehört er mit Deden zusammen, also mit Jacob, zu den Pokémon auf Level 28 und damit zu den niveaulosesten, also vom Level her die schlechtesten Pokémon in meinem Team.
Deswegen darfst du hier leveln, wenn du kannst. Und du musst sogar. Du hast keine andere Wahl. Surfer! Und du bist schneller. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, Geduld hat auch zu Anfang eine höhere Priorität. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau gerechnet wird. So, Surfer macht erstmal schön Schaden. Sehen wir auch endlich mal in-game jetzt. Und ja, ist ja auch egal. So. Alter, euer fucking Ernst. So kommen wir das recht nicht weiter. Und du hast bestimmt auch ausweglos. Das ist so schlimm. Also diese Mischung, die tut mir echt weh. Ich finde es nur gut auch, dass es hier dann zum Ausgleich keine Trainer sind. Das tut mir natürlich ausweglos. Oh, dämlich nervig. Diese verdammte Wüste. Ja, ich kann es immer nur wiederholen. Die Steppe gefällt mir überhaupt nicht. So, nee, ich kann es gerne probieren, aber ich komme dann nicht über das Ding rüber. Bei der Geschwindigkeit? Nee. Und ich raste. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nach unten knalle, dann mitten ins Pokémon rein. Ist auch weg, ne? Ist ja auch egal. Hört dieser verdammte Sandsturm auch mal auf. Ich möchte irgendwie vorankommen. Hallo. So, ich muss mal kurz den Pokémon ausweichen. Aber nach unten kann ich zumindest Geschwindigkeit aufnehmen, ne? Nee, so nicht. Na, ich muss. So. Das reicht auch nicht. So, jetzt aber. Ja, das reicht. Gut, jetzt bin ich hier. Ich bin auch schon fast am Ende der Route eigentlich. Aber ich muss doch hier unter einiges machen. Okay, hier ist noch ein Forscher. So, mit diesem Typen von dem Flair in den roten Anzügen. Wer läuft denn bitte so oft nicht in der Gegend noch im Partylook durch die Gegend? Keine Ahnung. Wie soll ich denn so einen Pokémon sehen? Das kommt viel zu schnell. Natürlich ist ein Dicktrich super. Ich brauche ja jetzt versuchen zu flüchten, oder? Oder? Nee, brauche ich nicht. Eins ist klar, wir müssen hier auf jeden Fall noch das Kraft besuchen. Wir müssen, das gehört zur Geschichte. Und ich werde es auch noch in diesem Part machen, denn ich werde nicht 15 Minuten hier alleine in der Steppe rumdüsen. Also, was heißt düsen? Eigentlich das Gegenteil. Versuchen hier irgendwie voranzukommen und vom Sandsturm aufgehalten zu werden. Deswegen mache ich das irgendwie anders. Aber ich glaube, der Sandsturm ist jetzt nicht mehr so schlimm. Na! Oh Mann, ich wollte gerade aufspringen. Nervig. Wie denn durch die? Wieso tauchen die hier so oft auf? Ich versuche gar nicht mehr zu flüchten. Ich greife einfach an, Leute. Ich greife einfach an. Macht keinen Sinn, drauf zu drücken. Das verliert 2 Sekunden in diesem Video. Und du machst mir viel zu viel Schaden. Davon mal abgesehen. Du bist auch noch nicht mal auf meinem Level. Ein weiterer Faktor, warum ich Luke unbedingt trainieren muss. So, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gestört. Das wäre jetzt echt dämlich. Das reicht in der Geschwindigkeit. Sehr gut. So, erstmal hier. War da was? Nee. Aber ich kann hier runter und mir das Item holen. Generell wollte ich... Na, komm schon! Generell wollte ich mir jetzt noch ein paar Items holen. Einige kann man davon sehr gut gebrauchen. Kann der Sandsturm echt mal aufhören. Oder macht es mehr Sinn, wenn ich irgendwie die Route verlasse und wieder betrete? Ich werde es gleich mal ausprobieren. Obwohl, wenn ich dann ins falsch liege, ist natürlich auch blöd, weil ich dann hier wieder herlaufen muss. Und ich gehe einfach schon mal ins Kraftwerk. Na! Na. Mit der Geschwindigkeit, in der ich gerade laufe, habe ich auch Probleme, den anderen auszuweichen. Ein weiterer Faktor, der total dämlich ist. Wie viele davon tauchen eigentlich noch auf? Ah, das ist so dämlich. Da. Das ist so dämlich und ich bin tot. Wieso bist du überhaupt schnell? Okay, Dietri ist sehr schnell, aber... Nein, ich... Ich habe mich verdrückt. Ich wollte nicht das nächste Pokémon rufen. Ich wollte einfach abhauen. Eine Frage eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen meiner Pokémon vorne entweder den Rauchball oder Schutzband gebe, kann ich dann trotzdem fliehen eigentlich? Also sowohl Rauchball als auch Schutzband sind Items, die man einem Pokémon zum Tragen geben kann. Und wenn das erste Pokémon an meiner Stelle dieses Item trägt, dann gelingt die Flucht auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob sie dann auch die gegnerische Fähigkeit außer Kraft setzt. Das kann ich euch nicht sagen und ich kann so nicht von den Viechern fliehen. Es geht einfach nicht anders. Ich komme heute nicht mal zum Kraftwerk, das wird einfach nichts. Wenn mir immer noch Dicktris und Knackleon hier auftauchen. Oh, ich habe Jacob vorne, nein! Super. Ich habe mein Bildschirm irgendwie wieder angespuckt. Habe ich super gemacht, ich weiß.
Dann kannst du auch kurz einen Prozess machen. Kannst du einfach Erdbeben einsetzen. Ich habe das Pokémon vorhin nicht ausgewechselt. Oh, Leute. Das geht mir so auf den Senkel. Es tut mir leid. Aber die Route gefällt mir gar nicht. Und das war's auch für Jacob. So, kann ich jetzt direkt fliehen? Auch mit einer Fähigkeit? Ja, ich kann fliehen, trotz ausweglos. Oh. Könnte auch einfach fliehen, aber deswegen muss ich hier unbedingt zwei Pokémon verlieren. Jetzt habe ich Tyrone auf vorne. Könnte zumindest keine Bodenattacke einsetzen. Sehe ich das richtig, dass der Sandsturm aufgehört hat? Ja! Er hat aufgehört! Wie geil ist das denn? Sehr schön. So, kann ich jetzt irgendwie... Wo muss ich jetzt noch lang? Ich taucht einfach ein random Pokémon auf. Da ist der Forscher, da muss ich da links noch hin. So muss ich hier wieder lang. Wie schnell ich jetzt wieder lang komme, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Zu dem Weg muss ich lang gehen. Und das war zu langsam. Definitely zu langsam. So, aber das müsste doch... Ja, das reicht. So, und jetzt habe ich mehrere Wege offen. Na, so. Ist da was drin? Ja. Meistens so einzelnen Steinen ist auf jeden Fall was zu finden. Ich glaube, dann schaffe ich das noch, dass ich sämtliche Items hier und heute noch finde. So. Zitrone habe ich auch noch dabei. Rechts habe ich ja alles abgeguckt. War auch nicht schwer, weil der Sandsturm war ja mit uns da in dem Fall. Aber gut, dass er dann schon mal aufgehört hat. Schneckmark gibt es ja auch. Interessant. Gut zu wissen, solchen Stein zu finden. Ich meine, in der Wüste erwartet man kein Magma-Pokémon eigentlich. Auch wenn es heiß ist. Heiß und heiß. Macht ja Sinn, aber nicht in diesem Sinn. Nicht in diesem Sinn. Nicht bei diesem Prinzip. In der Wüste findet man keine Feuer-Pokémon normalerweise. Und das ist ein TM, das sehe ich sofort. Da muss ich aber anders hin. Da ist der Forscher von eben. Da kann ich hier hoch. Und dann kann ich hier zur TM kommen. So, TM 57, Ladestrahl. Eine schöne Elektroattacke. Ich glaube, sollte ich die Jacob beibringen? Ist zwar eigentlich ganz schlecht mit 50, 50 Base-Stärke. Und sie erhöht auch nach jedem Angriff, also mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit unseren speziellen Angriff. Und das ist natürlich sehr praktisch. Ob ich das trotzdem erlernen lasse? Ich weiß nicht. Das Item wollte ich auch noch haben. Wie komme ich da jetzt ran? Super. Ich muss nochmal zurück. Okay, ich muss mal kurz genau gucken. Ich will nicht drüber springen. Ah, ich muss mal zurück. Okay. Reicht das? Nein, das reicht nicht. So. Gib Gas. Nein, das reicht nicht. Sicher jetzt schon. Jetzt reicht es. So. Jetzt nach unten düsen und mir das Item holen. Das hatte ich eben vergessen. Das war blöd. Ah. So. Ach, toll. Das muss passieren, natürlich. Es konnte ja nicht anders kommen. Und es sind immer Knackleon und es sind immer Dektri. Einmal ein Kaumelot gesehen, aber sonst nichts. Obwohl, das hätten wir auch vorher einfallen können. Schwebe-Pokémon und Pokémon, die den Typen Flug innehaben, die sind ja gar nicht betroffen. Sowohl von Aussichtslos als auch von Wegsperre nicht. So war das, ne? Oh Mann, ich wollte nur ausholen. Das hätte mir vorher einfallen sollen, Leute. Das hätte mir vorher einfallen sollen. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Das heißt, so weder Wegsperre noch Ausweglos helfen dir bei einem Flug-Pokémon wie Tyrone. Also lasse ich das mal gepflegt vorne. So, das reicht, glaube ich, von Entfernung her. So, gib Gas. Denn hier jetzt muss ich aufpassen, dass ich da jetzt nicht wieder runterdüse. Muss ich mich rechts halten. Ja. Und dann zertrümmern. Damit haben wir auch das letzte Item geholt und wir können dann auch ins Kraftwerk gehen gleich. Obwohl, das machen wir wahrscheinlich eher erst im nächsten Part. Top-Beleber halten, sehr schön. Kann man immer mal gebrauchen und ein Feuerheiler hinterher. Gut. Alles klärchen. Dann haben wir hier eigentlich, glaube ich, alle Items gesehen. Also gefunden. Und jetzt ist da noch ein Team Flair-Typi. Sprechen wir mal an. Oder will er kämpfen? Ich bin ein Mitglied von Team Flair und werde jetzt schön gepflegt einen Sieg gegen dich erringen. Auch super. Gut. Dann machen wir den Kampf eben noch in diesem Part, was soll's. Und dann, ja, können wir den Part auch gepflegt beenden. Gut eigentlich, dass ich Tyrone vorne habe. In Hundemon ein ganz guter Fall. So, die Runde mache ich noch und dann, ja, Mega-Entwicklung und Felsgrab. Aerod aktiviert sich und hallo Tyrone in der Mega-Form. Und einmal Felsgrab bitte. So, und natürlich wirst du die Attacke ab mit einer Chance von 5%. Super, einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder.
So, weiter geht's. War natürlich klar, dass ich jetzt nicht treffe. Ich meine, sowohl Felsrab als auch Feuerzahn treffen eine Chance von 95% normalerweise. Und natürlich hau ich daneben. Super. Ja, den Kampf natürlich unnötig noch ein bisschen in die Länge gezogen. Aber trotzdem gilt's Level Up für Tyron. Sehr, sehr schön. So, was hast du noch? Golbat. Da bleibe ich doch gleich drin. Felsrab kannst du gleich weitermachen. Das ist doch sehr gut. Also dann, hau zu. Das dürfte doch reichen, ne? Natürlich. Gut, das war's mit dem Flair-Typi. Und ja, mal sehen, was er zu sagen hat. Und was er zu suchen hat, vor allen Dingen. Schuh wieder verloren, du hast gefickt den Boden mit mir aufgewischt. Ja, das hab ich. Und das tue ich gerne. Gut. Und jetzt mache ich mich mal ganz gefliegt aus dem Staub. Wo ist denn mein Kraftwerkpass? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Habe ich etwa meinen Kraftwerkpass verloren? Naja, ein bisschen gepflegte Detektivarbeit und ich habe den Pass sicher schnell wieder. Er muss mir runtergefallen sein, als ich an dem großen Felsen herumhantiert habe, der sich von meinem jetzigen Standpunkt aus 9 Schritte in Richtung Osten befindet. Schön, dass er das so genau weiß und uns diesen schönen Tipp gibt. Hätte ich doch jetzt nur ein Itemradar, dann könnte ich jetzt ganz gepflegt danach suchen. Obwohl jemand eins hat und mir das finden könnte? Ja. Hätten wir bloß ein Itemradar. Wie war das 9 Schritte in Richtung Osten von dir aus? Naja, wie auch egal. Ist egal. Na, so eine schöne Anleitung hätte ich auch nie besser geben können. Wie auch immer. Im nächsten Part suchen wir in epischer Breite den Kraftwerkpass, der hier irgendwo sein muss. Wir wissen noch nicht genau wo, wir können es auch nicht genau sagen, weil wir ja nicht so eine detaillierte Anleitung haben. Ne? Und dann betreten wir mal das Kraftwerk, um zu sehen, was da mit dem Strom los sein soll. Okay, und dann bin ich gespannt, wie es ausgeht. Bis zum nächsten Part, bis dann und auf Wiedersehen.